Der 27. ist der Gedenktag aller Opfer des Nationalsozialismus. Die Nazis haben neben den Juden, Sinti und Roma auch Randgruppen verfolgt. Nach den Zwangssterilisationen haben sie massenhaft Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet. Auch Kinder. Weitgehend unbemerkt von der Bevölkerung sammelte man Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen ein und ermordete sie massenweise in sogenannten Heilanstalten. Wenn man nach außen hin den schönen Schein wahrte und eine extra Verwaltung damit beschäftigte, heuchlerische Beileidschreiben an die Verbliebenen zu verfassen, die gefälscht die Todesursachen enthielten. Wir treffen uns heute bei dem Euthanasiedenkmal auf dem Gelände der ehemaligen Heilanstalt Egelfing Haar bei München. Wir gedenken hier der Opfer des Euthanasieprogramms mit unserer Kranzniederlegung in der Gemeinde Haar, wo während der Zeit der NS-Diktatur Menschen systematisch aussortiert und ermordet wurden. Wer nicht arbeitsfähig war, wurde umgebracht. Die Nazis betrachteten Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen als Ballastexistenzen und unwertes Leben. Der damalige Anstaltsleiter der Psychiatrie, Hermann Pfannmüller, beschützte seine Patienten nicht, sondern unterstützte als überzeugter Nazi leidenschaftlich das Krankenmordprogramm der Regierung. Die Kranken hofften auf Heilung und vertrauten ihren Ärzten. Stattdessen wurden sie als Versuchsobjekte für medizinische Experimente missbraucht und massenweise in den Tod geschickt. Das NS-Dokumentationszentrum berichtet, Pfannmüller wurde 1949 zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Dabei wurde ihm die 3-jährige Internierungs- und Untersuchungshaft angerechnet. Sein Doktortitel blieb ihm erhalten, auch ein Berufsverbot wurde ihm nicht erteilt. Trotz des milden Urteils ging Pfannmüller, der tausende Tote zu verantworten hatte, in Berufung und erreichte 1951 eine Herabsetzung der Strafe auf 5 Jahre. Diese Reststrafe musste Pfannmüller aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verbüßen. Pfannmüller lebte bis zu seinem Tod im Jahr 1961 als freier Mann. Vor dem Massenmord an den Juden wurde das Vergasen an den Opfern des Euthanasieprogramms getestet. Die Verbrechen der Nazis wurden von ihnen sehr bürokratisch geplant und organisiert. Die Nationalsozialisten ließen in Europa ca. 300.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen in dieser Massenmordaktion vernichten. Von der Heilanstalt Egelfing Haar aus wurden tausende Menschen in Mordanstalten deportiert oder auch direkt vor Ort durch Giftspritzen oder Aushungern getötet. Hier wurden in den Hungerhäusern nicht arbeitsfähige Menschen durch Nahrung, der man sämtliche Nährstoffe entzogen hatte, so lange ausgehungert, bis sie verstarben. Nach Kriegsende blieben die meisten Täter straffrei und arbeiteten weiter in ihren Berufen. Eine echte Entnazifizierung fand nicht statt. In vielen Behörden weht auch heute noch ein brauner Wind. Die in Deutschland bis heute vielfach spürbare Diskriminierung und Geringschätzung Schwerbehinderter und psychisch Kranker basiert auf der Zeit der NS-Diktatur. Man schiebt sie immer noch gerne in Parallelwelten, in Heime, Psychiatrien oder in die Obdachlosigkeit ab. Wir dürfen niemals vergessen, was damals geschehen ist, und wir müssen äußerst alarmiert sein, wenn die Politik das Sterbenlassen von Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen erwägt, weil sie es ewig versäumt hat, auf die jahrelang verzweifelten Hilferufe der kaputtgesparten Pflege zu reagieren, sodass wegen des wachsenden Pflegenotstands nicht mehr allen geholfen werden kann und deshalb allen Ernstes triagiert werden soll. Wenn wir uns heute hier umschauen, scheint das ein ruhiger Ort und es scheint, als sei das, was damals geschehen ist, unendlich weit weg. Zu Anfang möchte ich gleich eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Zu Beginn habe ich eine Zeit lang eine Sonderschule besucht und wie alle Schülerinnen und Schüler wurde ich damals mit dem Schulbus abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht. Und eines Tages fuhren wir wieder in den Bus und der Busfahrer hielt an einer Ampel und schaute sich nach uns um. Wir waren fröhlich am Durcheinanderreden und sagte ganz hasserfüllt zu uns: Früher hätte man euch alle vergast. Und
Ich war damals 11 Jahre alt, habe das damals meiner Mutter erzählt. Die hat das wiederum der Schulleitung erzählt und daraufhin wurde der Pfarrer fristlos entlassen. Es hat mir aber gezeigt damals schon, es ist nicht vorbei. Das heißt, dieses Gedankengut ist immer noch da, unter einer Decke, aber kann jederzeit wieder aufbrechen. Wir sehen heute, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Aber die Frage ist dann immer, was können wir tun, uns zu schützen, einen Schutzwall aufzubauen? Und dieser Schutzwall ist nur möglich, wenn wir, ich will es an zwei Beispielen deutlich machen, Kinder gleich in der Kita und auch in den Schulen zusammen lernen, sich gegenseitig unterstützen, zusammen groß werden und nur über dieses gegenseitige Verstehen und Miteinander aufwachsen, werden sie auch ein Verständnis füreinander entwickeln und eine Liebe, und das wird dazu führen, dass Kinder und Jugendliche nicht bereit sind, sowas in irgendeiner Form wieder zu wiederholen. Ein anderes Beispiel möchte ich noch nennen, dass ich bis heute nicht verstehen kann, dass wir, unsere Politik, nicht in der Lage war, ein Gesetz zu machen, das endlich eine Barrierefreiheit in allen Bereichen möglich macht. Das heißt, auch für die Privatwirtschaft, dass neue Gebäude grundsätzlich barrierefrei sein müssen, dass alte Gebäude Stück für Stück nachgerüstet werden und im Zweifelsfall mit einem Budget über den Staat unterstützt werden. Warum sage ich das? Weil nur wenn Gesellschaft, Gemeinschaft barrierefrei sich sehen kann, miteinander erleben kann und gestalten kann, werden sie auch die Vorurteile abbauen. Und deswegen ist das so unendlich wichtig. In vielen anderen Ländern gibt es das schon. Und deswegen mein großer Appell auch an die Politik und auch an die Bürgerschaft, sich dafür massiv einzusetzen. Weil das ist die Mauer, der Schutzwall, den wir brauchen gegen das Gedankengut, was quasi aus allen Ecken langsam wieder hervorkommt und um uns zu schützen. Das stärkt uns, und deswegen vielleicht zum Schluss noch, wir sagen immer nie wieder, genau, nie wieder darf das passieren. Aber genauso wichtig ist, ich würde es gerne ergänzen und sagen, nie wieder Ausgrenzung, weil das schützt vor dem nie wieder. Und wenn wir uns hier umgeschaut haben und sagen, das kann uns gar nicht mehr passieren, dann kann ich nur sagen, dass letztlich, dass ein geschichtlich, weltgeschichtlich gesehen, erdgeschichtlich gesehen, ein Wimpernschlag ist. Und wir könnten uns jederzeit umdrehen und die Welt ist eine andere. Wir sehen das in vielen Bereichen schon, dass viele Dinge passiert sind, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Deswegen nie wieder Ausgrenzung. Dankeschön. Ja, liebe Frau Koller, liebe Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Behindertenverbands, Professor Brieger und die Vertreter des KBO hier in Haar, lieber Bezirksrat Peter Münster und all die anderen Menschen, die hier teilnehmen an dieser Gedenkveranstaltung für die Opfer der Euthanasie am Holocaust-Gedenktag. Die Euthanasie, der Begriff, mit dem habe ich schon große Schwierigkeiten. Es ist ja keine Erleichterung, sondern es war ein brutales, schreckliches Morden. Ein Morden auf Basis von Menschenverachtung, auf Basis einer Haltung, die Menschen, weil man sie als anders befand, für weniger wert erachtete. Und ich denke, das ist etwas, die Aufarbeitung dieser Geschichte ist ein ganz wichtiger Teil auch unserer politischen und gesellschaftlichen Verantwortung. Und viele Jahre, Jahrzehnte ist das nicht geschehen, zu wenig geschehen. Jetzt passiert es. Professor Brieger, Sie sind da auch sehr aktiv in dem Bereich. Und ich denke, das ist einfach wichtig, um das Thema auch stark in unsere Gesellschaft reinzutragen. Ja, Menschenverachtung, denke ich, ist auch die Wurzel von Antisemitismus, von Feindlichkeit gegenüber Menschen, die anders sind, anders wahrgenommen werden und in diesem Fall vor allen Dingen auch von Menschen mit Behinderung und auch mit psychischen Erkrankungen.
Und deswegen muss ich sagen, das gehört halt zu Teil, das ist halt Teil, muss Teil unserer Erinnerungskultur sein, damit so etwas nie wieder passieren darf. Diese Taten von damals sind unvorstellbar. Jedes Einzelschicksal ist wahrscheinlich schrecklich gequält. Jeder einzelne Mensch ist schrecklich gequält worden. Es waren 332 Kinder und über 2000 Erwachsene, die hier oder dann eben auch von hier aus deportiert wurden und ermordet wurden. Also da denke ich, ist es einfach wichtig, da bei jeder Gelegenheit weiter dran zu erinnern. Aber heute denke ich, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns auch überlegen, wie wir das Leben anders gestalten, wie wir es menschlich gestalten, wie wir die Inklusion, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung menschlich gestalten. Ich bin hier meiner Vorrednerin sehr dankbar für die vielen Impulse, auch für ihre persönlichen Erfahrungen. Denn das, was der Busfahrer hier gemacht hat, das zeigt doch, dass das auch damals ist, dass ausgerechnet die Schwachen in der Gesellschaft, dieser Busfahrer hatte das Gefühl, das sind Kinder, und die sind auch noch behindert, die können mir gar nichts tun. Und das finde ich unglaublich couragiert, dass sie dann zu ihrer Mutter gegangen sind, dass das hier auch wirklich Konsequenzen hatte. Denn auch das Wegschauen, das ist einmal sind es die Menschen, die wahnsinnig brutal sind, die andere verachten, aber es sind auch immer die, die wegschauen, die sich nicht trauen, die mit dem Mainstream gehen und die hier einfach das geschehen lassen. Und diese Kultur darf es auch nie wieder geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle, jeder von uns, sagt, wenn etwas nicht stimmt. Und das ist auch heutzutage ja nicht nur so, dass sowas im Bus passiert, auf der Straße, sondern dass auch im Netz es viele Anfeindungen gibt, wenn Menschen anders sind, auch wenn Menschen eben eine Behinderung haben oder hier ja, halt nicht akzeptiert werden von anderen Menschen, die gerne ausgrenzen. Und da ist es auch wichtig, denke ich, gerade auch im Netz und in sozialen Medien, dass dann andere da sind, die auch ganz klar mit einer ganz klaren Haltung dagegen anstehen. Ja, das Thema Verständnis für Menschen mit Behinderung aufzubringen, da denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir alle Hebel daran setzen, für ein Zusammenleben, das fängt an mit Barrierefreiheit, auch mit digitaler Barrierefreiheit. Ich bin auch im Gespräch zum Beispiel mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund, wenn ich höre, dass sie oft von der Teilhabe ausgeschlossen werden, weil zum Beispiel der Geldautomat schon nicht barrierefrei ist. Das sind ja dann Dinge, sowas wie selber zahlen, selbstständig zahlen, also praktisch diese Art von Selbstbestimmung. Das sind einfach Teile, wo Menschen irgendwo entmündigt werden, nicht mitgenommen werden, und da müssen wir auf allen möglichen Ebenen dran arbeiten. Deswegen freue ich mich auch sehr, wenn Sie auf mich zukommen, wenn Sie Ideen haben. Sie haben das persönliche Budget dafür, setzen Sie sich ein. Das muss noch unbedingt besser ausgestaltet werden. Auch das ist ein Stück Selbstbestimmung, wichtig für unser Miteinander. Wir hatten heute im Sozialausschuss das Thema Gebärdensprache an Schulen für Kinder ohne Behinderung, also damit Kinder mit und ohne Behinderung besser auch kommunizieren können. Ich denke, das ist einfach ganz wichtig für das Miteinander, die Inklusion, dass man auch Menschen mit Behinderung kennt, dass das einfach normal ist, zum Leben gehört und nicht irgendwelche anderen sind, wo man dann komisch reagiert, wo Kinder komisch reagieren, wenn sie das erste Mal damit in Berührung kommen, sondern dass es ganz selbstverständlich sein musste, wie Sie eben gesagt haben, für Kinder, dass wir miteinander aufwachsen, dass wir miteinander da eine gemeinsame Kultur des Miteinanders entwickeln. In diesem Sinne ist ein wahnsinnig trauriger Anlass, das dürfen wir nie vergessen. Wir sollten bei jeder Gelegenheit daran erinnern und darauf aufmerksam machen, aber wir sollten auch gemeinsam nach vorne schauen für eine inklusive, menschliche, humane Gesellschaft. Und ich danke ganz herzlich für die Einladung, dass ich heute die Gelegenheit hatte, zu Ihnen zu sprechen. 2100 Menschen wurden von H. Egelfing in Tötungsanstalten im ganzen Reich verbracht. 2000 weitere wurden hier in H. selber umgebracht, darunter auch Kritiker des Regimes und Kinder wie Lorenz D. Der Grafinger Junge wurde nur 7 Jahre alt. Unter anderem ließen die Nationalsozialisten Insassen dieser Psychiatrie systematisch verhungern, eine ganz besondere grausame Art der Tötung. Die Menschen starben langsam aufgrund Mangel und Unterernährung. Euthanasie wurde das genannt. Der gute Tod. Welch ein Zynismus. Heute ist auch Holocaust-Gedenktag, wir haben es gerade gehört, mit dem ja auch die Euthanasie
ganz eng zusammenhängt. Grundlage für dieses Handeln war die Unterscheidung von lebenswertem und lebensunwertem Leben. Von Leben, das natürlich im Sinne der Nationalsozialisten produktiv war oder eben nicht. Psychisch oder körperlich kranke Menschen galten dabei als lebensunwert. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs hielt sich dieses Denken noch einige Zeit. Es ist überliefert, dass der Kriegsnachfolger, Direktor hier von H. Egelfing, zum Beispiel in Wasserburg, also in Gabersee, in der Psychiatrie, teilweise unter Waffengewalt erzwingen musste, dass die Leute tatsächlich ordentlich ernährt wurden. Und wenn man sich das überlegt, das ist ganz schön heftig. Und leider tauchen diese Kategorien auch heute wieder auf. Eine Dichotomie zwischen gesund und krank und eine Abwertung von kranken Menschen. Teilweise ist das Denken unbewusst im Hintergrund, teilweise wird es aber auch bewusst formuliert. Und diese Entwicklung gilt es, den Menschen bewusst zu machen und den Anfängen hier zu wehren und wo wir über die Anfänge bereits hinaus sind, dieses Denken wieder zurückzudrängen. Im Gedenken an die Opfer der Euthanasie, der Nazis überall in Deutschland, im Besonderen aber hier in der Anstalt Egelfing, damals noch Anstalt, der Vorgängerin des heutigen Isar-Amper-Klinikums, findet heute diese Grenzniederlegung statt. Lassen Sie uns gemeinsam darauf achten, dass die Situation für eingeschränkte Menschen jeglicher Art sich kontinuierlich bessert, und lassen Sie uns das Unsrige dazu tun, dass es keine weitere Tötung von Menschen mit Behinderung mehr geben wird. Mit offenen Augen und wachem Verstand. Sehr geehrte Frau Koller, sehr geehrter Herr Haupt, liebe Julika Sand, Herr Professor Brieger, Herr Brodechtl, verehrte Anwesende. Im Namen des Bezirks Oberbayern, aber genauso auch als Verwaltungsratsmitglied der Klinikenbezirk Oberbayern, möchte ich an dieser Stelle mitteilen, dass wir alles tun werden, weiterhin aufzuklären, was tatsächlich wie geschehen ist. Professor Brieger hat in den vergangenen Jahren hier aus meiner Sicht sehr viel vorangebracht. Und wir werden den Beirat, den politischen Beirat Erinnerungskultur, der sich mit der Frage des damals zynisch nicht nur Euthanasie-Programms, sondern einfach T4-Programms genannten sehr technischen Themas auseinandersetzen. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in Grafeneck war, war es für mich erschütternd festzustellen, dass dies tatsächlich im Puppenstubenformat das ist, was wir später in Auschwitz wiedersehen konnten. Es war am 18. Januar 1940, wir haben es vorhin schon erwähnt, dass der erste Transport von hier aus Richtung Grafeneck ging. Und die Anstalt in Grafeneck ist geschlossen worden, weil sich Anwohner dort gewundert haben, dass über Monate hinweg schwarzer Rauch aufgestiegen ist, den sie nicht erklären konnten. Damals hat es noch hingereicht, dass das zu einer Schließung, zu einer Verlagerung solcher Anlagen geführt hat. Ab 1941 war das nicht mehr der Fall. Und die Folgen, glaube ich, sind am heutigen Tag für alle ersichtlich. Und wir werden alles daran tun, zu erinnern, zu erinnern, zu erinnern, bis es niemand mehr vergessen kann. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, für uns als KBS Amper-Klinikum, und hier spreche ich im Namen unseres Direktoriums, ist es eine ganz besondere Geste, dass Sie heute unsere Klinik dafür ausgewählt haben, Ihre jährliche Kranzniederlegung an einem Gedenkort durchzuführen. Wir haben in den verschiedenen Reden in den letzten Minuten die Geschichte unseres Klinikums gehört und vor allem gehört bei Herrn Münster, dass am 18.01.1940 von unserer Klinik aus die ersten 25 Männer deportiert wurden in die Tötungsanstalt nach Grafeneck. Wir stehen zu dieser Verantwortung und sind uns auch unserer Geschichte bewusst. Auf unserem Klinikgelände werden mittlerweile seit fast 117 Jahren psychisch kranke Menschen
versorgt, psychisch kranke Menschen geheilt. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir dieses Gedenken in Ehren halten, dass wir dieses Gedenken immer wieder ins Gedächtnis rufen und vor allem unseren jungen Menschen, die bei uns auf dem Klinikgelände ihre Ausbildung machen und die in der guten Tradition der Pflege, der Medizin zur Heilung psychisch Kranker in unserer langen Geschichte unserer Klinik wissen müssen, was wir für eine Verantwortung haben, wenn wir psychisch kranke Menschen heilen, wenn wir uns um psychisch kranke Menschen kümmern. Und wenn Sie unser Klinikgelände betreten, sehen Sie ganz vorne am Eingang an unserer Bautafel einen Satz, der für uns als Klinikum eine ganz besondere Bedeutung hat und eine ganz besondere Bedeutung haben muss. Und dieser Satz heißt, und der steht unserem Grundgesetz voran, die Würde des Menschen ist unantastbar.